Das kommt rein. Das ist keine Schleichwerbung. Oh, also so geht das nicht. Locker, lustig, lebensfroh. Das ist unsere Isa. Die 24-Jährige ist sich seit ihrer Zeit bei der Castingshow The Voice of Germany treu geblieben. Immerhin belegte sie dort den 2. Platz und veröffentlichte im Juli ihr erstes Album. Starallüren, keine Spur. Obwohl Isabel schon auf größeren Bühnen performt hat, sollte das Konzert in Greifswald zum diesjährigen Präventionstag etwas ganz Besonderes für sie werden. Also das ist ja jetzt die Premiere für mich, in Greifswald auf einer Bühne zu spielen. Und das ist natürlich was, wovon ich irgendwie schon lange geträumt habe. Ich habe ja damals mit 14 angefangen, Musik zu machen und habe mir damals schon gedacht, wie wäre das, wenn du mal hier auf dem Markt spielst? Da sind ja öfter mal Veranstaltungen und dann dachte ich mir so, Mensch, da willst du auch mal hin. Und jetzt ist es endlich soweit, hat ein paar Jahre gedauert. Und das ist natürlich gigantisch für mich, das ist nochmal was ganz anderes irgendwie. So meine Heimstadt und hier spielen zu dürfen, ist echt geil einfach. In den vergangenen Monaten war Isabel in ganz Deutschland unterwegs. Die Großstadt ist allerdings nichts für sie. Also ich bin ja in Greifswald geboren und habe bis zu meinem 7. Lebensjahr hier gewohnt, bis meine Eltern dann irgendwann beschlossen haben, aufs Land zu ziehen. Als ich dann aber groß genug war, um quasi eine eigene Wohnung mir nehmen zu können, bin ich direkt wieder zurückgekommen. Und ich finde es einfach schön hier, weil es viel Grün gibt, viele freie Flächen. Ich brauche das so für mich. Also sowas wie Berlin ist mir alles zu groß und zu eng irgendwie. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass ich da ersticke. Und mein Lieblingsort ist der Hafen, würde ich sagen. Oder so in Wiek-Eldena bin ich auch sehr gerne. Ich wollte schon immer hier auf dem Markt spielen. Und jetzt ist es endlich soweit. Und ihr seid alle da und wir sind da und wir machen heute ein bisschen Party! Völlig überwältigt von den Menschenmassen auf dem Marktplatz begrüßte die junge Greifswalderin am Mittwochabend ihr Publikum. Das wippte im Takt und klatschte begeistert mit. Lampenfieber hat Isabel aber noch vor jedem Konzert. Wie das ist, wenn man auf der Bühne steht und singt, ist im ersten Moment von der Aufregung her so ähnlich wie, als würde man einen Vortrag halten. So wie man es aus der Schule kennt, wenn man dann irgendwie so Herzklopfen hat ganz doll oder so einem so ein bisschen sich der Magen zusammenzieht. Und das löst sich aber irgendwann ab gegen eine Euphorie. So, ich kann das gar nicht beschreiben. Irgendwann ist es einfach so, wenn man diesen Punkt überwunden hat, diese Aufregung, dann will man eigentlich gar nicht mehr aufhören. Dann ist es eigentlich schon fast zu Ende und denkst du dir, toll, jetzt hättest du noch weitermachen können. Auch das Konzert in Greifswald sollte für Isabel wahrscheinlich nie enden. Wer aufmerksam durch unsere Hansestadt läuft, sieht die junge Sängerin vielleicht auch mal unterwegs. Wenn ich meine Mütze aufhabe, dann kommt es öfter vor, dass ich erkannt werde. Es ist ja so das Bild, was, also wie die Leute mich eben kennen, noch aus der Show. Ich habe sie aber eben doch oft nicht auf, zum Einkaufen oder was. Und dann eigentlich eher selten. Nach diesem Interview wird sich das vielleicht in Zukunft ändern. Ihren Job als Ergotherapeutin in Stralsund hat Isabel zunächst auf Eis gelegt. Zu viel Stress, denn das Musikbusiness beansprucht mittlerweile fast Isabels ganze Zeit. Die angekündigte Tour musste allerdings abgesagt werden. Das finde ich echt schade, weil ich mich mega drauf gefreut hatte. Mein Album sollte, also es ist ja im Juli diesen Jahres erschienen, sollte aber eigentlich 2 Monate vorher schon rauskommen. Und die Vorbereitungen liefen schon und die Planung. Und die Veröffentlichung wurde einfach nach hinten gesetzt, aber die Planung blieb weiterhin bestehen im Sinne von, in diesem Zeitraum wollen wir gerne eine Tour machen. Und aufgrund dessen ist das alles so ein bisschen kollidiert, organisatorisch und so. Das ist einfach alles blöd gelaufen. Man hätte die Tour einfach mit dem verspäteten Release auch weiter nach hinten setzen sollen. Aber gut, nun ist es so, lässt sich nicht ändern. Und
Ich habe es ja auch bei Facebook so geschrieben, bevor ich irgendwie da was Halbherziges mache oder womit ich selber nicht zufrieden bin, mache ich dann lieber ein bisschen später was und bin damit aber selber irgendwie cool und hoffe, dass es den Leuten dann eben noch mehr gefällt. Weil wenn man länger wartet, kennt man ja von Weihnachten, freut man sich noch mehr. Wie lange wir noch warten müssen, konnte Isabel uns noch nicht sagen. Die neue Tour ist allerdings schon in Planung. Und vielleicht schaut Isabel dann ja auch wieder in ihrer Heimatstadt Greifswald vorbei. Ja.